Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Okay? Jawohl, Ron, wir gehen auch. Und ich bin schon ohne euch hier hingelaufen. Dritter Stock, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Genau. Ich bin schon ohne euch hier vorgelaufen. Das wollte ich euch ersparen. Und es tut mir leid, dass die letzte Folge ein bisschen ausgeartet ist. Ah, das hier sehe ich aber auch zum ersten Mal. Harry ist grün, Ron rot und Hermine lila. Dann hätte ich das vorher gewusst. Jetzt habe ich ja einen Grund, warum ich mehr mit Hermine spielen sollte. Denn lila ist auch meine Farbe. So. Oh. Nein, geh weg. Geh weg, wir dürfen hier von ihm nicht gesehen werden. Oh mein Gott. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Nein. Kann ich wohl nicht. Oh mein Gott, das hier ist ja mal fast in die Hose gegangen. Okay. Weggehen. Gott sei Dank, er hat mich nicht gesehen. Gott sei Dank. Okay, schnell. Ach, das ist der Reparaturzauber. Mist, Mist, Mist. Gott sei Dank, er hat mich nicht gesehen. Weggehen, weggehen. Hermine, beeil dich. Schnell um die Ecke. Oh mein Gott, hatte ich wahnsinniges Glück. Hatte ich wahnsinniges Glück. Okay, so, Moment. Ich muss jetzt hier erstmal... Meinen Zauber ändern. Und zwar brauchen wir hier Dragonivores. Okay, das hier sagt mir überhaupt nichts. Also, ich kann mich an diesen Zauber nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob dieser Zauber im Buch vorkam, da ich die Bücher nicht gelesen habe. Okay. Ich würde dann jetzt auch gerne... Nein! Oh, wie blöd. Aber immerhin habe ich jetzt den richtigen Zauber ausgerüstet. Oh, das hier hätte ich eigentlich tun können. Das hat ja gar kein Ende. So, okay, jetzt... Ist er dann jetzt wieder zurück? Okay, jetzt. Schnell, Hermine. Geh, lauf! So, und hier Zauber, Zauber, Zauber. Oh. Kann ich den vielleicht irgendwie mit einem Expelliarmus-Zauber irgendwie angreifen? Geht das? Boah, diese Kameraperspektive, die regt mich so auf manchmal. Oh, meine Güte. So, Hermine. Run. Düm, düm, düm. Schnell, 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 schnell. Okay, wir werden nicht gesehen, wir werden nicht gesehen. Okay, okay. Hermine, schnell, schnell, schnell. Gott sei Dank. Okay, ey. Hier waren wir. Nur haben wir hinter dem Vorhang gestanden. So, und da ich ja weiß, wo wir da rauskommen, werde ich da nicht weitergehen. Nein. Nein. Ha. Nein. Oh, aber ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Oh Mann, wie blöd. Die Statue ist im dritten Stock. Ja, wir waren gerade im dritten Stock. Mist. Hier waren wir doch erst in der letzten Folge. Oh Mann. Aber gut, ich wollte ja sowieso diese Karte haben. Keine Angst. Ich werde euch da jetzt rausschneiden. Also ihr müsst mir da jetzt nicht nochmal zugucken, wie ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurückgehe. Oh, eine Bohne. Wir haben schon 211 Bohnen. Wir haben 211 Bohnen. Hermine, ach Hermine, ja. Üblich schimpfe ich auch immer mit Hermine, weil ich ja überwiegend mit Harry spiele. Aber, Harry, Ron, wollt ihr nicht Hermine helfen? Nö, ne? Ist viel leichter zuzugucken. Ah, dann greif Harry an. Tu, was du tun musst. Gut, Leute, dann sehen wir uns gleich. Okay, und wir sind wieder da. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Ja, ich weiß, das bringt auch nichts. Hermine, schnell, nochmal hinten in die Ecke. Genau. So. Jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. So, okay. Oh, nein. Okay, schnell, weg, weg, Hermine. Lauf. Okay. Hier bleiben. Hier bleiben, Hermine. Okay, weiter geht's. Puh. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Schnell, schnell, Hermine. Ja, da darfst du bleiben. Sehr gut. Und jetzt warten wir, bis er fort ist. Genau, so ist gut. Ich glaube, das war ein Zeichen, dass ich weg kann. Dieses Lauf, Hermine. Okay. Jawohl. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Okay. Okay. Und jetzt? Wo geht's hier lang? Klassenraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wenn wir alle Zutaten für Snape besorgen wollen, müssen wir zur Statue der buckligen Hexe. Genau. Und die wird scheinbar hier in diesem Gang sein. Gehe ich da mal stark davon aus. Echt jetzt? Oh, ich muss aber jetzt nicht nochmal von neu anfangen. Doch, natürlich muss ich das. Ich bin halt hier eben langsamer gegangen, weil ich nicht wusste. Nicht, dass mitten im Flur da noch ein Schüler steht. Okay, da ist eine Tür. Oder? Da ist auch eine Tür. Steht da jetzt jemand hier im Flur? Ne, hier steht niemand mehr, ne? Nur die Rüstungen. In Ordnung. Gut, damit kann ich umgehen. So, was kann ich hier machen? Nichts. Okay, das macht aber gar nichts. So. Das bekommen wir hin. So schwer ist das nicht. Zack, zack, zack. Jawohl. So, Hermine, jetzt. Okay, das ist... Huch, okay. Und auf geht's. Sehr gut. Ach, ist das die Statue, wo wir hin sollten? Descendium. Den Zauber haben wir aber nicht gelernt. Descendium. Soll mir recht sein. Goyle? Ist das Goyle? Das waren Feen. Und wir brauchen Feenflügel. Okay. Und wir sind wieder in unserem nächsten Rätsel. Ist das Seitenschnabel? Kann das sein? Okay. Oh oh. Wisst ihr nicht, dass es hier gefährlich ist? Oh. Die Mentoren, Sirius Black und wir. Ihr könntet verletzt werden. Na, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Und hier würde ich gerne mit Harry spielen. Autsch. Los, weg da! Oh, da ist eine Kiste. Geul! Schön immer ausweichen, Harry. Sehr gut. So, ein Schüler erledigt. Ach, es ist nur noch einer. Kann das sein? Oh. Meine Oma wäre besser als du. Ja. Yeah. Du musst noch üben, Goyle. So, und das ist dann... Ja, das ging ja schnell. Wir sollten die Feenflügel holen und dann schnell zurück nach Hogwarts gehen. Die Dementoren werden bald in Hogsmeade patrouillieren. Und bei der heulenden Hütte ist es gefährlich. Okay, warum spiele ich jetzt mit Hermine? Hat das einen Grund? Das ist kaputt. Ja, was du nicht sagst. Die Zauber treffen sie da drin nicht. Da drin kriegst du sie nicht. Die Zauber treffen sie da drin nicht. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden, danke. Und was soll ich dann tun? Weil ich spiele ja jetzt mit Hermine, bewusst. Achso, ich wollte noch die Karte vorlesen, die wir neu bekommen haben. Oh, ein Frosch. Oh, den hatten wir auch schon länger nicht mehr. Oh, dahin ist noch eine Kiste.
Eine weitere Truhe. Sehr schön. Hermine, du darfst sie ruhig öffnen. Oh, noch ein Frosch. Okay. Ich hoffe, ich hätte mir das nicht aufheben müssen. Ah, das ist kaputt. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Oh mein Gott, wie blöd. Deswegen spiele ich mit Hermine. Ah, oh, das erinnert mich wie im Film. Da hat sie doch auch beim Stein der Weisen, das weiß ich nämlich noch ganz genau, da hat sie auch immer gesagt gehabt, natürlich, sie hassen Sonnenlicht, Sonnenlicht. Teufelschlinge, Teufelschlinge. Irgendwie so, irgendwie ging das. Oh. Repariert. Genau. So, und jetzt muss ich nochmal wechseln. Das finde ich blöd, dass man hier immer ständig wechseln muss für einen Zauber. Kann ich das auch eigentlich auf X auswählen? Nee, ne? Geht nicht. Schade. Okay. Und jetzt. Und so bekommen wir die Feenflügel. Aha. Hermine, was hast du getan? Hast du eine bessere Idee? Ja, gell? Habt ihr eine bessere Idee? Kann mir jetzt jemand sagen, was ich genau machen muss? Muss ich die angreifen? Aus dem Weg mit dir! Aber ich möchte eigentlich keine Feen verletzen. Aber ich glaube, dass ich das muss. Würde ich ja mal stark. Oder? Ich meine, ich brauche ihre Flügel. Was tue ich denn bloß? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Okay. Ich bin da jetzt ein bisschen überfragt. Brennen muss ich die ja nicht. Das wäre ja gemein, oder? Nee, oder? Muss ich die echt anzünden? Das wäre ja echt ein bisschen krass, falls ich das denn muss. Feenflügel, Moment mal. Kann das sein, dass ich da vielleicht mit einem Monster einen Lichtzauber was unternehmen muss? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mal probieren. So, hier haben wir jetzt Harry. Wo sind denn die Feen? Ah, hier sind sie. Oh, ups. Das war keine Absicht. Ja, mit Expecto Patronum bestimmt nicht. Mit Expelliarmus auch nicht. Gut, ich muss einfach zu Ron wechseln. Ich probiere das jetzt einfach mal mit dem Licht. Ach, er hat Licht ausgerüstet, sein Lichtzauber. Alles klar. Gut, Ron. Run, run. So, probier das mal. Nö. Okay, also ich bin da echt überfragt. Ich wechsle nochmal zu Hermine und probiere das mit einem Feuer. Obwohl das echt schon mies wäre, wenn ich die da mit Feuer angreifen müsste. Ja, komm, gleich mit drei Feen. Aber nö. Vielleicht muss ich die erst auf den Boden kriegen und dann mit Feuer? Nochmal. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Auf jeden Fall ist das Feenquälerei. So viel steht fest. Aber das scheint auch nichts zu bringen. So, kann ich jetzt hingehen und irgendwas mit ihr machen, da sie ja jetzt am Boden liegt? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, Leute. Okay. So, die sind auf dem Boden. Nee, bleib doch mal hinten bei denen. Du gehst mir auch ziemlich auf die Eier. Meine Fresse. So.
stehen aber ja alle wieder auf. Muss ich denn irgendwas mit denen machen, wenn die unten am Boden sind? Ich habe keine Ahnung. Warum steht Ron denn hinterm Haus? Das ist ein Grund, warum du hier stehst? Gut. Ron, dann kommst du eben auch mal mit nach vorne. Ich habe keine Ahnung. Nö. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich gehe mal nochmal zu ihm hier. Kann ich mit dir was machen? Ups. Jedes Mal drücke ich den falschen Knopf. Okay, nö. Passiert nichts. Ich habe keine Ahnung. Was machen Ron und Harry da? Ey, ihr seid echt eine große Hilfe, wisst ihr das? Sonst sagt ihr auch, wir müssen in den Klassenraum. Wir müssen in den Klassenraum. 10-mal hintereinander und jetzt kriegen sie ihren Mund nicht auf. Das macht mich auch so ein bisschen sauer. Oh Mann. Was war das? Ich höre doch hier den Seitenschnabel. Gut, hier komme ich auf jeden Fall nicht raus. Und wir sollten auf die Dementoren aufpassen. Oh, ich bin echt ein bisschen verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Geht's hier irgendwo lang? Nö, abgesperrt. Ich habe keine Ahnung. So. Und, keine Ahnung. Oh, Leute. Sobald ich es rausgefunden habe, schalte ich euch wieder dazu. Bringt das was? Tatsächlich. Tatsächlich. Oh mein Gott, Leute, ich hab's. Ich hab's. Man muss sie eingefrieren. Und nicht verbrennen. Nur noch eine. Nur noch eine, ja. Okay, dann nehmen wir die. Obwohl wir hier vorne direkt auch eine hätten. Sehr gut. Okay, und jetzt? Hermine, manchmal finde ich es richtig unheimlich, wie ernst du deine Hausaufgaben nimmst. Harry! Den Zaun ein! Ich versuche sie aufzuhalten. Oh mein Gott. Harry, meinst du, wir sind stark genug? Halte R1 gedrückt, um einen Gegner anzuvisieren. Genau. Und jetzt? Oh mein Gott, ich komme gar nicht um die Kurve. Okay. Zu spät gesehen. Okay, ich muss hier weg. Vielleicht sollte ich einfach an den nächsten. Genau, einfach mal zu dir. Zack. Oh. Okay, und ach Gott, das ist ja noch einer. Ich wusste gar nicht, dass es 3 sind. Ich dachte, es sind nur 2. Okay. Nein. Geht weg. Geht weg. Jawohl. Sehr gut, Harry. Okay. Oh nein. Okay, und der nächste. Los, Harry. Komm, der Zaun hat nicht mehr allzu viel Energie.
Aber Harry auch nicht. Oh nein. Das sieht schlecht aus. Jawohl. Sehr gut. Weiter, Harry. Komm, Leute. Reiß den Zaun ein. Jawohl. Oh oh, da liegt einer vor unserer Nase. Schnell weg. So, Leute, wie sieht's aus mit dem Zaun? Bekommt ihr das hin? Los! Sehr gut. Wir müssen vorsichtig sein. Na super. Jetzt ist Snape auch noch im Gang. Okay, so, Moment mal. Ich werde erstmal zurück ins Menü gehen und unseren nächsten Zielort anschauen. Geh zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück. Okay, das bekommen wir hin. Das dürfte auch gar nicht so schwer sein. Wow! Hey, Snape. Was geht? Komm, geh schon. Ach, Snape, was machst du denn da? Was klotzt du denn da so? Okay. Kann ich hier die Treppen hoch? Allerdings weiß ich gar nicht, wo wir da hinkommen. Aha. Hermine? Beeilung. Ron, du bleibst vorerst mal unten. So, oh, wir haben noch den Eiszauber angelegt. Wir brauchen aber den Flammenzauber. Genau. Das finde ich echt ein bisschen blöd gemacht, dass man da immer dafür ins Menü gehen muss, um den Zauber wählen zu können. So, was haben wir hier? Ist das hier eine Sackgasse? Können wir den eigentlich von hier oben sehen? Schade. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Vorratsraum. Da hatte ich jetzt eigentlich nicht so Lust hier hin. Ich dachte, das hier wäre vielleicht eine Abkürzung. Ah, stimmt, ich wollte noch diese Informationskarte vorlesen, die wir Anfang des Parts gesammelt haben. Das werde ich dann jetzt tun. Jetzt haben wir zwei. So. R2 und ganz unten. Genau. So. Aha. Waldhexen. Baba Yaga, russische Waldhexe, die in einer Hütte auf riesigen Hühnerbeinen lebte, aß Kinder zum Frühstück und angeblich auch zum Mittag und Tee. Ah ja. Ja, super. Wie aus so einem Märchen. Super. Baba Yaga. So, und Tierwesen haben wir auch noch was. Imp. Nur in Britannien und Irland beheimatet. Liebt der Imp Slapstick und hat seine Freude daran, unvorsichtige Menschen zu schubsen und stolpern zu lassen. Ah ja, das kann ich mir auch vorstellen. Bei dem Gesicht glaube ich sofort. Okay, dann nochmal zurück. Ich würde gerne nochmal in unser Abenteuer zurückkehren. Was haben wir denn hier? Kann ich hier noch ein bisschen was rumzaubern? Aha, eine Bohne. Super, 212. So, wo kommen wir hier raus? Gunhilda, genau. Oh. Ja, toll. Oh, noch eine Kiste. Kisten, Kisten, Kisten. Und was hat... Noch eine Informationskarte. Juhu. Okay, dann werde ich die jetzt auch noch schnell vorlesen. Zurück ins Menü. Und wir drücken L2 und L2 und ganz unten. So, und da haben wir noch ein Tierwesen. Und zwar haben wir hier... Was? Bowtruckle? Spricht man das so aus?
Ein Baumwächter, der den meisten Zaubern ausweichen kann, versucht, einem die Augen auszukratzen, wenn man seinen Baum bedroht. Okay, dich würde ich ja mal gern sehen. Ach oje. Komische Tierwesen habt ihr hier. Aber soll mir recht sein. Zurück und... Sehr gut. So, jetzt sind wir oben auf der anderen Seite. So, darüber komme ich nur mit Harry. Dann bräuchte ich ja mal zu ihm rüber zu wechseln und auch seinen Zauber zu wechseln. Das ist so anstrengend manchmal. Okay. Los geht's, Harry. Und... Oh. Okay, und was mit den anderen? Jetzt haben die gar nicht die Möglichkeit, rüberzukommen. Oder vielleicht ist das beabsichtigt, damit ich von hier oben Snape sehen kann. Damit ich weiß, wie er sich bewegt. Kann das sein? Oh, ich schon meine Theorien immer. Aber immerhin, wir haben hier noch eine Kiste. Prima. Noch eine Informationskarte. Jawoll. Wie heißen die Dinger eigentlich richtig? Ich nenne die ja immer Informationskarten, aber so heißen die gar nicht. Ich glaube, im ersten Teil von Harry Potter bekommt man den Namen von den Schokoladendinger da gesagt. Gut, L2 und L2. Und was haben wir hier? Riesen, kann das sein? Morhold. Alter Irre. Daten unbekannt. Riesiger Bruder des Königs von Irland. Wurde vom irischen Helden Tristan vernichtet. Verwundete diesen aber noch mit vergiftetem Riesenschwert. Okay. Alles klar. Ich bin ja froh, dass ich mir das immer merken kann, was neu hier dazukommt. Okay. So. Dann gehe ich mal stark davon aus, dass ich hier von hier oben aufpassen soll, wie Snape sich hier rumbewegt. Das vermute ich zumindest. Ob das wirklich so ist? Was ist der denn? Keine Ahnung. Ron, spring einfach. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Warum lässt du dich denn nicht fallen? Ich verstehe das nicht. Klettern. Okay. Vielleicht muss ich dann doch mit Harry was hier machen. Aber ich wüsste nicht was. Oh, wo ist denn Snape jetzt hin? Muss ich was mit dir machen? Nee, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Nö. Oh. Muss ich mit Harry vielleicht runterspringen? Tatsächlich. Okay. Okay. Huh. Glück gehabt. Und wir gehen hier lang. Und die anderen beiden lassen wir wohl zurück. Aha. Okay. So, da hinten ist vermutlich nochmal der Schüler. Gehe ich davon aus? Ja. Okay, ist er weg? Komm, komm, komm. Lauf, Harry. Lauf, du sollst laufen. Oh, ich bräuchte auf die andere Seite. Hey, nein! Betreten verboten. Raus hier. Okay, ich habe das Ganze für euch abgekürzt. Okay, das hier ist ja recht einfach. Beziehungsweise macht er mir das einfach. Okay, schnell hier hin. Und hier an die Wand... Nein, an die Wand drücken. An die Wand drücken, Harry. An die Wand. Okay, und laufen. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, laufen. Sehr gut. Gott sei Dank. Okay. Dann ganz nach oben. Ich hoffe, da oben funkt mir jetzt niemand dazwischen. Alte Runen, da wollen wir nicht hin. Gryffindor-Turm. So spät noch unterwegs? Schon gehört? Der siebte Stock wird von Sicherheitstrollen bewacht. Ein bisschen spät, wenn ihr mich fragt, wo Black doch schon in eurem Schlafsaal ist.
Was? Hat dein ganzes Bett verwüstet, winziger Weasley. Leider warst du nicht drin. Okay. Ich bin müde. Ja, wir wissen, dass du... Zurück zum Schlafsaal? Ja, gehen wir auch gleich, sobald... Hat jemand eine Klinge gezogen? Was? Zack. Oh. Tja. Ron, wo ist denn Kretze? Wo ist denn Kretze, Ron? Das würde mich mal interessieren. Stimmt in deinem Zimmer, wa? Wir vergeuden zu viel Zeit. Nein, wir vergeuden keine Zeit. Ich bin Bohnen am Sammeln. Meine Güte. Nordflügel. Ist das hier richtig? Wir warten hier. Trolle können mit Mistbombengestank abgelenkt werden. Haben wir sowas? Mistbombengestank? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Okay, noch ein Stück zurück, Harry. Und jetzt, von hier aus? Probier jetzt. Na. Jawohl. Mistbombengestank. Ja, wo kommen wir das denn her? Kann mir das mal jemand verraten? Wo wir das herbekommen? Wow. Okay. Okay. Mistbombengestank. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Spezialgegengift? Und das hier ist unser Trank. Uh-oh. Mistbombengestank. Kommen wir auch so an denen vorbei? Achso, wir dürfen von denen gar nicht gesehen werden. Okay, ich verstehe. Mistbombengestank. Ja, gute Frage. Wie kommen wir daran? Große Treppe. Da wollen wir nicht hin. Von da sind wir gekommen. Mistbombengestank. Ja, wie komme ich denn an sowas? Okay. Psst. Abgelenkt werden. Aber... wie tue ich das? Mistbombengestank. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mir helfen? Hallo? Ja, super. Ihr seid echt toll. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Keine Ahnung. Das dauert jetzt bestimmt wieder so lange wie mit den Feenflügeln, bis ich da rausgekriegt habe, wie das endlich funktioniert. Mistbombengestank. Nee, du kannst sowas nicht. Hermine auch nicht. Die hat auch keine stinkischen Zauber auf Lager. So, was haben wir hier? Nö, hier stinkt nichts von. Hier steht nichts von Stinken. Reparieren könnten wir jetzt auch nichts, oder? Ich habe keine Ahnung. Mistbombengestank. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, Leute. Und, ich werde mir mal versuchen, Gedanken darüber zu machen. Und werde euch jetzt mal an dieser Stelle verabschieden. Und auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ich hoffe, dass ich bis dahin rausbekommen habe, wie ich hier was zu erledigen habe. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Tschüss!